Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute Morgen habe ich beim Handel eine Überraschung erlebt, denn plötzlich war eine Position weg. Und falls euch das auch schon mal passiert ist, dass plötzlich über Nacht eine Position verschwunden ist und ihr wisst nicht so richtig warum, dann versuchen wir das heute mal aufzuklären. Jetzt im Video. Also, als ich heute Morgen meine Rechner hochgefahren habe, habe meine Handelsplattformen hochgefahren, schaue ich in einige Konten hinein und denke irgendwie so, da fehlt doch was, da ist doch eine Position nicht mehr da, die du gestern noch hattest. Und zwar ganz konkret war es eine Position auf den UVXY. So, UVXY, die sich schon länger von euch mit Optionshandel, mit Volatilitätsprodukten beschäftigen, die wissen, was das ist. Der UVXY, das ist der VXX auf Speed, das heißt also ein Volatilitätsprodukt, was davon beziehungsweise was die Volatilität nachbilden soll. Nichts anderes als der VXX mit einem Hebel von 2 und Achtung, Disclaimer, nicht für Einsteiger geeignet. So, was war jetzt passiert? Ich habe seit dem 29. Juni, also schon eine ganze Weile her, als die Volatilität das letzte Mal so nach oben sprang, da hatte ich eine Short-Position im UVXY. Ich bin also Short gegangen in diesem Produkt. Und ihr seht hier auf dem Chart, danach ist der auch sehr, sehr schön gefallen. Das heißt, ich hatte mit meiner Short-Position einen recht ordentlichen Gewinn. Es war eine relativ kleine Position, was ich euch jetzt hier zeige, aber es war ein recht schöner Gewinn, weil man muss ja nicht viel machen. Einmal Short gehen und das Ding läuft dann. So, heute früh, wie gesagt, war aber die Position plötzlich nicht mehr da und ich hatte weder einen Stop-Kurs gesetzt, noch hatte ich ein Rückkauflimit drin, also sie war plötzlich verschwunden. Und jetzt habe ich mal nachgeschaut und siehe da, tatsächlich war heute Nacht eine E-Mail gekommen meines Brokers und hier mal der Ausschnitt aus der E-Mail oder was ihr dann auch in der Kontoverwaltung bei Nachrichten sehen könnt, da seht ihr, dass ich Opfer eines sogenannten, was heißt Opfer, dass mir mit dieser Position ein sogenannter Buy-In widerfahren ist. So, was ist ein Buy-In? Und es gibt eine offizielle Beschreibung, was ein Buy-In das ist. Das blende ich euch hier mal ein. Das ist von der Webseite von CapTrader. Findet aber überall bei den anderen auch überall das Gleiche. Und zwar, wenn man sich, oder was passiert denn eigentlich, wenn man Aktien shortet oder eben auch ETFs? Das heißt ja, man verkauft etwas, was man nicht besitzt. Und jetzt muss man das natürlich irgendwo herbekommen und in der Regel leiht man sich das dann. Das leiht man sich über seinen Broker. Es sind auch nicht immer alle Aktien zum Shorten verfügbar, aber diese Produkte, zum Beispiel der UVXY, sind es in der Regel immer. Das heißt, man leiht die sich und verkauft sie dann. So, das heißt, man ist diese Position dann short. Aber irgendjemand hat quasi eine Wertpapierleihe gemacht. Wertpapierleihen werden gemacht, verdient man ein bisschen Geld dran. Also wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie 100 Aktien von XY im Depot, dann kannst du die verleihen, bekommst ein bisschen Zins. Das kann sehr, sehr wenig sein, 0,% Zinsen. Das kann bis zu teilweise 15% Zinsen im Jahr ausmachen bei manchen Aktien. Bei Tesla gab es mal so eine Situation, da waren die so gefragt und zum Shorten, dass diejenigen, die sie besaßen, wirklich zu enorm hohen Zinsen verleihen konnten. Aber zurück zu diesem sogenannten Buy-In, der mir widerfahren ist. Wenn du also diese Aktien dir geliehen hast, dann kann es zu einer Situation kommen, wo der Verleiher dieser Aktien oder dieser ETF sagt, ich will die wieder zurückhaben. So, und dann kann es eben passieren, dass du diese Position auflösen musst, beziehungsweise dass der Broker das dann macht. Das steht auch überall in den Bedingungen drin, das ist nichts Außergewöhnliches. Und dann wirst du quasi aus deiner Short-Position herausgenommen zu dem dann jeweils gültigen Preis und die Position ist dann geschlossen. Für mich war das an sich jetzt trotzdem kein schlechter Trade. Mit dieser relativ kleinen Position habe ich so um die $640 Gewinn gemacht. Ihr seht das hier auch im Auszug, im Kontoauszug. Also ich bin mit Gewinn da rausgekommen. Man muss aber sagen, das kann natürlich auch dazu führen, dass man mal aus einer Short-Position mit Verlust rausfliegt. Weil, stellt euch folgende Situation vor, ihr geht in einer Aktie Short und die Aktie steigt danach.
und jetzt sagt dir, warum auch immer, ich sitze das aus, weil ich davon überzeugt bin, dass sie langfristig fällt. Und jetzt kommt es aber zu einem höheren Kurs, als ihr dieses Buy-in gemacht habt, als ihr Short gegangen seid, kommt es zu diesem Buy-in. Ihr werdet rausgekauft aus eurer Short-Position und müsst eben dann den Verlust realisieren, den ihr eigentlich gar nicht realisieren wolltet. Ein ganz krasses Beispiel hat sich 2008 ereignet. Vielleicht kann sich noch der ein oder andere erinnern, die damals noch eigenständige Porsche AG hat versucht, Volkswagen zu übernehmen. Daraufhin schossen die Volkswagen-Aktien nach oben. Einige Leute sind dann Volkswagen short gegangen, weil die natürlich völlig überteuert war. Aber am nächsten Tag schoss die noch weiter nach oben, hat sich nochmal verdoppelt bis auf 1000. Und da kam es dazu, zu diesen Buy-ins, weil die Verleiher der Aktien jetzt plötzlich Probleme hatten und gesagt haben, ich will meine Aktien wieder haben. Und dann mussten einige Shortseller am wirklich schlechtesten Platz oder am schlechtesten Zeitpunkt auflösen. Das kann immer passieren und deswegen ist Short Selling, das klingt immer so einfach, ne? Ich verkaufe mal ein paar Aktien, eben auch nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, ich würde nach wie vor immer wieder in solchen Produkten wie dem VXX oder auch dem UVXY in der entsprechenden Situation Short gehen. Letztendlich, es ändert sich ja, selbst wenn ihr herausgekauft werdet, nichts am Kontostand und ihr müsst halt einfach schauen, ob ihr dann wieder in die Position einsteigen könnt. Ich werde jetzt die Position nicht neu eröffnen, sondern werde warten, bis wir mal wieder einen Anstieg in der Volatilität haben. So, das also ein kleiner Praxistipp. Wenn euch sowas auch mal passiert, ne, dann könntet ihr jetzt wissen, woran es liegt, an einem sogenannten Buy-in. Mir ist das jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht 3-mal passiert. Also das ist wirklich nichts, was jetzt permanent vorkommt. Und wenn es passiert, naja, dann ist es so. Deswegen gilt bei allem, was ihr macht, achtet auf eure Positionsgrößen, übertreibt es nicht, überhebelt nicht. Dann kann euch, egal was ihr macht, eigentlich an der Börse nichts passieren. Und wenn ihr Glück habt, so wie bei mir, dann geht am Ende eben mit ein paar Dollar Gewinn sogar daraus. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Danke für eure Zeit, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch auch mal Dinge an der Börse passiert seid, wo ihr sagt, ah, das verstehe ich nicht, was ist denn da gerade mit diesen Volatilitätsprodukten oder mit Optionen, dann da unten ist die Kommentarfunktion, schreibt mir das Ganze rein und ich versuche euch das Ganze zu erklären. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. In diesem Sinne, Servus, macht's gut, bye bye.